Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV, powered by Baden TV. Hier ist Wildpark TV und heute nehmen wir uns ein ganz besonderes Objekt vor, nämlich das Heiligtum der Mannschaft, den Mannschaftsbus. Ich hoffe, es ist schon jemand da. Hallo? Ah, da tut sich was. So, jetzt dürfen wir nämlich mal rein. So, jetzt sitzen wir drin im Heiligtum der Mannschaft. Normalerweise darf man hier gar nicht rein im KSC-Mannschaftsbus. Bei mir ist Busfahrer Thomas. Das hier ist dein Baby. Was ist das für ein Modell? Das ist ein MAN, Lions Coach Premium. Ja, ein schönes Auto. Also für mich ist es noch mein Auto, der Bus, was uns MAN hier auf den Hof gestellt hat. Also wirklich sehr tolles Auto, ja. Wie lang ist der? Der hat 13,80 Meter Länge, 2,55 Meter breit, 4 Meter hoch und ein zulässiges Gesamtgewicht von 25 Tonnen. Ist das nicht ein bisschen schwierig bei 13 Metern, das Ding rückwärts vorm Aldi einzuparken? Na, manchmal habe ich dann wieder einen Hans hier, unseren Zeugwart, der hilft mir dann beim Aldi einzuparken. Ja. Super, okay. Die Mannschaft fährt damit zu allen Auswärtsspielen. Gibt es da eine gewisse Reihenfolge von Spielern oder sitzt jeder Spieler immer auf demselben Platz? Das ist richtig, ja. Die Spieler haben ihren festen Platz und den haben sich am Anfang ausgesucht. Wenn halt ein Spieler nachkommt, muss er das nehmen, was frei bleibt. Aber ich gehe davon aus, dass sie sich da auch einig sind und bis jetzt gab es noch keine Probleme. Ich kenne das ja noch von früher, von den Klassenfahrten. Dann schreit irgendwer da vorne, Busfahrer, mach mal andere Musik an. Gibt es da auch Spieler, die sich bei dir beschweren? Absolut. Wer? Kein Kommentar. Alles einsteigen, Türen schließen, selbsttätig. So, das ist hier einige, viele große Knöpfe, sieht ein bisschen aus wie so ein Flugzeugcockpit. Mhm. Was ist so der wichtigste Knopf, den du noch benutzen kannst? Wahrscheinlich steuerst du ja hier alles. Ah, der Herr Orlishausen. Hier, das ist der Knopf, wo der Motor angeht. Du darfst ja mal ruhig mal drücken. Echt? Ich darf den Motor mal anmachen? Nur ganz kurz drücken, jawohl. Ah, nicht so kurz. Achso. Jawohl. Boah. Na, ohne den geht gar nichts. Dann machen wir das Gebläse aus. Ja, sonst memmen die mal rum wegen ich erkälte mich und so, wa? So sieht's aus. Ja. Genau, ja. Und dann gibt's hier vorne ein Mikrofon. Das werden wir gleich mal ausprobieren, weil wir kriegen ja gleich noch Besuch. Dirk Orlishausen und Gaetan Krebs sind jetzt gerade, kommen sie. Ja, soll ich die Tür mal, wollen wir sie reinlassen? Ja, wir wollen sie reinlassen. Wir lassen sie rein. Oben drauf, jawohl. Schönen guten Tag, die Fahrscheine bitte. Voll schwarz, ist doch normal. Servus. Servus, Salut. Kommt rein. Bussi. Hier gibt es ein Mikrofon. Ist es schon mal so nach einem Auswärtsspiel, dass der Trainer sich hier vorne mit dem Mikro hinstellt und die Jungs auch mal ordentlich zusammenscheißt, wenn es verloren wird? Kein Kommentar. Auch kein Kommentar? Auch kein Kommentar. Okay, alles klar. So, meine Damen und Herren, Sie befinden sich auf dem Flug KSC in Richtung Babelsberg. Unsere Reisegeschwindigkeit liegt gerade bei ungefähr 85 km/h. Das Wetter in Babelsberg wird relativ bescheiden sein. Regen, Wolken und auch Wind. Und Herr Orlishausen, bitte nicht so viel in der Nase bohren. Dankeschön. Am wichtigsten ist natürlich hier der Tisch in der Mitte. Wird ja auch schon manchmal ordentlich gepokert, gezockt, Karten gespielt und um richtig Kohle gezockt, wie man sich das so vorstellt? Ja, gibt's alles. Einige Spieler spielen schon Poker, aber ich bin vorne, ich spiele nicht, und aber hinten geht schon los, ja. Ja. Aber so ein bisschen muss man sich die Zeit ja auch vertreiben, wenn man zum Beispiel mal von Karlsruhe nach Rostock fährt, da könnt ihr euch ja schon mal drauf freuen, das wird ja auch ein ordentlicher Ritt. Dirk, aber ansonsten, was hat der Bus noch so für Vorzüge als Spieler? Also für mich ist wichtig, dass hier die Beinfreiheit gegeben ist und da kann man ja alles machen. Man kann die Tische runterfahren, dass man sich hinlegen kann. Man kann die ganzen Stühle umklappen, dass man eine Liegefläche hat. Also der Bus hat riesen viel Platz, bequeme Sitze, hat alles, was das Herz begehrt. Und ansonsten super Komfort, also man kann jede Auswärtsfahrt behutsam antreten. Jetzt haben wir ja den größten und den kleinsten Spieler aus dem Kader. Was sagst du über die Beinfreiheit in diesem Bus? Bei mir passt alles. Dirk, wie ist es bei dir? Kriegst du die langen Stelzen unter? Ich krieg sie unter, aber wie gesagt, aufgrund der langen Beine ist es manchmal noch ein bisschen zu unbequem für mich. Aber das ist kein Problem. Ich pack mich dann schon so zusammen, dass es halbwegs wird. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV, powered by Baden TV.